Also letztendlich eine relativ einfache Schleiche, die genauso funktioniert, wie man das bisher bei jedem Anruf kennt, den man bei 112 bei der nächsten Notrufleitstelle tätigt. Ich habe gerade eben schon gesagt, die Daten, die da übertragen werden, die werden nicht, wie man das üblicherweise heute macht, über einen Datenkanal übertragen, sondern über den Sprachkanal selber. Man hat sich deswegen einer sehr, sehr alten Technik bedient, die man schon aus den 80ern kennt, diese Akustikkopplertechnik, wo man Daten praktisch über das Telefon übertragen hat, indem man einfache Töne in das Telefon eingespielt hat und die dann wieder in Daten zurückgewandelt wurden. Genau so funktioniert eCall heute auch, nur mit einem einzigen Unterschied. Man hat einen Schalter eingebaut, der nachdem die Daten übertragen werden, den Sprachkanal wieder freigibt, sodass sich beide, die Fahrzeuginsassen und der Operator in der Leitstelle unterhalten können. Technik ist also, wie gesagt, ganz simpel, steckt nichts Besonderes dahinter. Warum hat man es so gemacht? Relativ einfach. Man wollte vermeiden, dass die Daten, die übermittelt werden, was das für Daten sind, da kommen wir gleich dazu, an einer anderen Stelle landen als der Anruf selber. Und auf diese Weise ist man natürlich auf der sicheren Seite. Anruf und Daten kommen exakt bei demselben Operator an. eCall ist ein automatischer Notruf für ganz Europa. Das heißt, die EU-Kommission hat beschlossen, dass es diesen Notruf geben soll. Der Beschluss ist relativ neu. Er stammt aus 2015, obwohl, wie ich gesagt habe, 2003 bereits entschieden wurde, dass eCall eingeführt werden soll. Aber es hat sehr lange gedauert, bis einerseits die Spezifikationen durch waren, bis andererseits die insgesamt inzwischen 28 Länder entschieden hatten, ja, wir machen das jetzt zusammen, wir wollen das voranbringen. Es gibt immer noch Länder, die stehen dem Thema eCall kritisch gegenüber. Das sind insbesondere England und Frankreich, weil sie eigene Systeme hatten bereits, die durch eCall abgelöst würden. Aber es gibt seit Anfang 2015 eine Entscheidung der EU-Kommission, die lautet, ab April 2018 werden alle neuen Fahrzeuge, also alle neuen Baumuster von Fahrzeugen, mit einem eCall-System ausgestattet sein. Das heißt, man kommt ab 2018 überhaupt gar nicht mehr drum herum, ein Fahrzeug zu kaufen, wenn man ein neues Fahrzeug kauft, das eCall enthält. Sie werden auf jeden Fall ein eCall-System drin haben. Die Leitstellen müssen vorher ausgestattet sein, damit man auch eine gewisse Testzeit hat, 6 Monate vorher, das heißt im Oktober 2017 müssen die Leitstellen fit sein. Alle EU-Staaten müssen das einführen und damit sichergestellt ist, dass das Ganze auch funktioniert, müssen sowohl die Leitstellen als auch die Fahrzeuge zunächst mal ein Prüfverfahren, ein sogenanntes Conformity Assessment durchlaufen. Das ist im Prinzip ein einfacher Test, der sagt, funktioniert das System oder funktioniert es nicht. Und bei den Fahrzeugen sieht es so aus, dass die eCall-Überprüfung auch Teil der Hauptuntersuchung in Deutschland werden wird. Die technischen Grundlagen des eCall will ich jetzt nicht so sonderlich eingehen, deswegen sind die Zahlen da auch immer kleiner geworden. Es gibt jede Menge Spezifikationen, die genau festlegen, wie das Ganze zu funktionieren hat, angefangen von dem technischen Ablauf des Modems, das benutzt wird, über die verschiedenen Protokolle, die gefahren werden, welche Daten übertragen werden, in welchen Zeiten was passieren muss, damit die Systeme wirklich komplett miteinander zusammenarbeiten.
einen E-Call umfassen. Nur die einzige Vorschrift ist, der Kunde muss jederzeit zwischen den beiden Diensten wechseln können. Das heißt, wenn er sich morgen entscheidet und zu sagen, ich möchte meinen Notruf doch lieber über 112 E-Call, also über den von der EU garantierten E-Call auslösen, dann muss ich in der Lage sein, mein Fahrzeug von heute auf morgen umzustellen. Das heißt, es kann nicht sein, dass mir jemand sagt, du hast aber einen Zweijahresvertrag, du musst noch 2 Jahre lang oder 1,5 Jahre lang deinen Vertrag mit uns als privaten Dienstleister ausführen, sondern man kann sofort wechseln. Und das Zweite ist natürlich, man braucht 2 Knöpfe im Prinzip im Auto. Man braucht den für den echten E-Call. Das ist der mit dem 112 drauf. Und man braucht dann einen zweiten, der die Mehrwertdienste dann auslöst. Das kann ein wie auch immer gearteter SOS oder mit dem Firmenlogo bezeichneter Knopf sein. Ja, wenn das alles doch so einfach ist und diese Dinge doch eigentlich miteinander koexistieren können, dann ist natürlich die Frage, warum wird denn in der Presse so darüber so berichtet und warum kommen auch immer diese Diskussionen? E-Call, davor muss man warnen, E-Call ist gefährlich, bei E-Call werden Daten übertragen und man weiß gar nicht, was passiert mit den Fahrzeugdaten, wem gehören sie überhaupt und so weiter. Also eins muss klar sein, E-Call ist ein freier, kostenfreier, staatlicher Service. Es findet kein Tracking statt und nur die Rettungsleitstelle bekommt die Daten. Deswegen sind nach unserer Einschätzung die Warnungen vor dem echten 112 E-Call, den die EU jetzt gerade momentan einführen will, unbegründet. Aber bei den Mehrwertdiensten geht es natürlich um Geld. Ja, da geht es um ein Geschäftsmodell, was aufgebaut werden soll. Die Automobilhersteller, deren Fahrzeuge zukünftig alle mit diesen Geräten ausgestattet sind, treten als Mehrwertdiensteanbieter auf. Deren Daten fließen dann natürlich mitnichten an irgendwelche Rettungsleitstellen, sondern sie fließen an die Automobilhersteller. Und was noch nicht geklärt ist, ist, wer ist tatsächlich der Besitzer der Daten? Ja, da könnte man natürlich sagen, es ist mein Auto, deswegen gehören die Daten, die da entstehen, mir. Das ist aber leider nicht ganz so einfach, weil hinter diesen Daten, die da teilweise erzeugt werden, das sind ja dann auch Motordaten, das sind Informationen, die tiefe technische Dinge betreffen. Wir kriegen das ja gerade momentan mit dem VW-Skandal mit. Da ist durchaus die Frage, wer hat das Copyright an den Daten? Ja, weil möglicherweise da technische Informationen oder Intellectual Property dahinter steckt, wo man nicht ohne weiteres sagen kann, dass die Daten demjenigen gehören, dem das Fahrzeug gehört. Natürlich gehören ihm auf jeden Fall die personenbezogenen Daten. Aber ein Fahrzeug erzeugt eben nicht nur personenbezogene Daten, sondern so eine Motorinformation hat erstmal keinen Personenbezug. Und dann gibt es natürlich den weiteren Punkt. Es sind nicht nur die Fahrzeughersteller, die Automobilhersteller, die da jetzt auf den Markt drängen. Es gibt da schon einen Markt, der wird betrieben vom ADAC und von den Versicherungen. Und deswegen sind die natürlich auch ganz besonders daran interessiert, dass ihr Markt möglichst wenig beschädigt wird und warnen natürlich vor dem neuen E-Call, weil plötzlich hier ein Markt entstehen könnte, den sie nicht mehr kontrollieren können. Denn was werden natürlich die Fahrzeughersteller machen? Sie werden erstmal ihr eigenes System als das ansetzen, was in dem Fahrzeug auf jeden Fall drin ist. Sie werden keine Dritten zulassen, die sich auf diese Systeme mit aufschalten können. Und natürlich ist dann die nächste Werkstatt nicht mehr die von der Versicherung, sondern es ist eben die vom Automobilhersteller. Es dreht sich also nicht um E-Call, sondern wenn Sie in der Presse was über E-Call lesen, geht es allein und immer um die potenziellen Mehrwertdienste. Wenn wir jetzt schon das Thema Daten angesprochen haben, die fließen von A nach B, dann gucken wir uns doch mal an, wie es mit dem Datenschutz beim E-Call bestimmt ist. Ich habe gerade eben gesagt, die E-Call ist ein System, was auf jeden Fall in jedem Fahrzeug mit drin sein wird. Und die EU hat sich auch explizit dagegen ausgesprochen, dass E-Call abschaltbar ist. Es gibt also keinen Knopf, mit dem man sagen kann, so wie beim Airbag, beim Beifahrer-Airbag, wir schalten das jetzt ab. E-Call wird immer aktiv sein im Fahrzeug. Aber es ist nicht online. Es ist also nicht als GSM-Tracker verwendbar. Daten grundsätzlich nur zur Rettungsleitstelle und die persönlichen Daten dürfen, das ist bereits jetzt Datenschutz, das gilt auch für normale 112-Anrufe, dürfen die Leitstelle nicht verlassen. Im Unterschied zu Deutschland wird europaweit der E-Call durchaus auch an Polizeien übertragen. Das liegt einfach daran, dass wer den Rettungsdienst macht, europaweit nicht genau festgelegt ist. Nur wir in Deutschland haben eine sehr scharfe Trennung zwischen Rettungsdienst auf der einen Seite und Polizeien auf der anderen Seite. Polizeien haben ja bei uns die 110 als Anruf. Das heißt, in Deutschland gibt es auch keinen Fluss der Daten in irgendeiner Form in die Polizei. So, und dann kommen wir mal zu den Daten und zu der technischen Art, wie sie übertragen werden. Da gibt es einen sogenannten Minimum Set of Data. Das ist der festgelegte Datensatz, den die EU vorsieht, der übertragen werden soll vom Fahrzeug in die Leitstelle. Ich habe vorhin schon bereits gesagt, was da alles drinsteht, Koordinaten, Fahrzeugnummer und so weiter und so fort.
Bei den Koordinaten gibt es ein Problem. Da sind drei Werte, die übertragen werden sollen. Man möchte so eine Perlenkette haben, damit man weiß, wo das Fahrzeug hergekommen ist, ja, um die Richtung des Fahrzeugs bestimmen zu können. Dazu dient das. Weil das Fahrzeug könnte sich ja beim Unfall gedreht haben. Das heißt, das, was man über GPS als Richtung bekommt in dem Moment, ist nicht unbedingt aussagekräftig. Man braucht also irgendwo noch die Richtung. Nicht spezifiziert ist aber der zeitliche Abstand. Es könnte durchaus sein, dass ein Fahrzeughersteller sagt, ich nehme die Koordinate von jetzt, dann von einer Stunde und dann von zwei Stunden. Und das ist natürlich dann durchaus schon eine kritische Information. Üblicherweise gehen wir momentan davon aus, zumindest mal die Systeme, die wir jetzt bisher getestet haben, die haben alle Koordinatenabstände von innerhalb von einer Minute, was natürlich sinnvoll ist, weil es ja geht ja genau um die Perlenkette. Aber wie gesagt, es ist definitiv nicht spezifiziert. So, jetzt habe ich da geschrieben, 40 von 140 verfügbaren Bytes sind von diesem Minimum-Set of Data gefüllt. Es gibt deswegen auch noch weitere 100 völlig frei definierbare Bytes. Ursprünglich hatte man sich mal gedacht gehabt, dass man dafür ebenfalls eine Spezifikation macht, wo jeder Hersteller sagt, so und so sehen meine Daten aus und die Leitstelle dann in der Lage ist, über spezielle Treiber diese Daten auch noch zu dekodieren. Man hat sich da aber nicht einigen können und deswegen sind diese Daten jetzt momentan in der Luft völlig frei. Die Fahrzeughersteller verwenden diese 100 Bytes aber bereits, um eigene Informationen darin zu verstecken. Ich weiß, bei Mercedes werden sie komplett ausgenutzt beispielsweise. Da werden Fahrzeugdaten drin übertragen. Zwar fängt eine 112-Leitstelle damit nichts an, aber der Mehrwertdiensteanbieter, der die Daten ja auch empfangen kann, der kann sie ausnutzen, der kann sie erkennen. Also die erwartete Nutzung ist die Nutzung für herstellerspezifische Daten und eine Idee ist auch noch, dass man sie nutzen kann für Gefahrguttransporte, dass man nämlich dort praktisch hinterlegt, was das Fahrzeug, also geht's, in dem Falle geht es um LKWs, was das Fahrzeug tatsächlich an Daten transportiert. Das sind erstmal zu den Daten. Jetzt natürlich die Frage, wo sind denn möglicherweise Lücken oder möglicherweise sogar Backdoors an der Stelle drin? Und die wichtigste Lücke ist die, dass eCall nicht verschlüsselt ist. Es gibt keinerlei Verschlüsselung. Die Daten werden tatsächlich zwar in einem Bytestrom übertragen, aber wer weiß, wie der Bytestrom zu interpretieren ist, das steht in der Spezifikation drin, der kann ihn lesen. Und Sie können zudem auch noch von jedem, der die Rufnummer des Fahrzeugs kennt, abgerufen werden. Zwar ist diese Rufnummer nichts, was Ihnen mitgeteilt wird, wenn Sie so ein Fahrzeug kaufen, aber es gibt nach deutschem Gesetz, nach dem TKÜ, sehr wohl eine Verpflichtung der Hersteller, diese Nummer irgendwo zentral abzuspeichern. In dem Falle wird es wahrscheinlich das Kraftfahrzeugbundesamt sein, was diese Nummer mit zu den Fahrzeugdaten dazu nimmt. Und jeder, der diese Nummer hat, kann, solange das eCall-System online ist, die Daten abrufen. Warum ist das so? eCall ist nicht nur als Kommunikationsrichtung gedacht vom Fahrzeug in die Leitstelle, sondern beide können aufgelegt haben und wenn die Leitstelle dann nochmal eine Nachfrage hat, dann kann sie nochmal auf den Rückruf drücken und dann wird eine Verbindung von der Leitstelle zum Fahrzeug aufgebaut, dann klingelt es dort wieder und die können miteinander reden. Das ist erstmal ganz schick, das ist eine gute Idee, wenn man sagt, man hat nochmal eine Auskunft, man muss doch irgendwas wissen, sei es zu Verletzungen, sei es zu irgendwelchen Anamnesegeschichten, die man braucht, um die richtigen Fahrzeuge hinzuschicken. Es hat aber auch den Nachteil, dass natürlich man nicht von vornherein definieren kann, nur Leitstelle XY darf mich anrufen. Die Leitstellen haben ja, auch wenn man sie über eine Kurzwahl 112 erreicht, in Wirklichkeit Langwahlnummern. Das heißt, sie wählen, wenn sie rauswählen, mit einer ganz normalen Langwahlnummer ins Telefonnetz sich ein und die wird dann übertragen an das Fahrzeug. Das Fahrzeug kann also nicht erkennen, ob es sich bei dem Anrufer wirklich um eine Leitstelle handelt oder um irgendwas anderes. Das Erste, was das Fahrzeug aber macht, wenn es angerufen wird, es überträgt die Daten. Also auf die Weise sind auf jeden Fall an jeden anderen, der diese Nummer kennt, auch diese Daten übermittelbar. Ich habe schon gesagt, der Speicherort wird wahrscheinlich das KBA sein. Es ist aber noch nicht wirklich klar, wie das passiert. Das ist eine Sache, die im deutschen Telekommunikationsgesetz noch festgelegt werden muss. Und das Nächste, was auch fraglich ist, ist die Frage des Schlafmodus. Wir haben zwar die Definition, dass das System schlafen muss, ja, aber tut es das wirklich? Das wird nämlich innerhalb des sogenannten Conformity Assessment, also dieser Prüfverfahren, nicht wirklich abgeprüft. Sondern da wird nur geprüft, funktioniert das Gerät, wenn es funktionieren soll. Es wird nicht geprüft, schläft es, wenn es nicht funktionieren soll. Falls es nämlich nicht schläft, ist logischerweise, ist es eingebucht in irgendein Netz und dann ist auch ein GSM-Tracking möglich. Das nächste ist die Frage des Zugriffs durch die Ermittlungsbehörden. Klar, es gibt ja die Vorschrift, dass letztendlich, oder die Gesetzesgrundlage, dass die Ermittlungsbehörden im Zweifelsfalle auf Daten zugreifen dürfen, wenn ein
wenn ein entsprechender Anlass besteht. Und ich habe auf meinem Tisch eine Studie des BKA liegen, so dick ist das Ding. Wir haben bereits geprüft, ob man eCall tatsächlich hacken kann. Wir haben verschiedene Möglichkeiten gefunden, wie man es hacken kann. Allerdings müssen dazu Backdoors eingebaut werden, die jetzt momentan nicht vorhanden sind. Das Gute an der Studie ist, dass am Schluss in der Studie drin steht, man empfiehlt sie nicht umzusetzen, weil man ansonsten eCall in ein schlechtes Licht setzen könnte und möglicherweise die Leute auf die Idee kommen, mit dem Seitenschneider das eCall-System abzuklemmen, damit eben niemand sie in irgendeiner Form tracken kann. Ob es tatsächlich umgesetzt wird oder ob da irgendwas passiert in dieser Richtung, kann ich nicht sagen. Und das letzte ist natürlich die Frage der Weiterleitung der Daten. Ich habe vorhin gesagt, die Daten verlassen die Leitstellen nicht, das ist auch korrekt. Aber die Leitstellen untereinander tauschen die Daten natürlich sehr wohl aus. Das macht doch durchaus Sinn. Bei einem Massenunfall müssen weitere Leitstellen hinzugezogen werden, damit deren Fahrzeuge mithelfen können. Und dann macht es natürlich Sinn, dass man denen die Informationen, die hier zusätzlich zu den normalen Unfallinformationen vorliegen, auch übermittelt. Aber auch da gibt es noch keinerlei Spezifikationen, in welcher Form das zu geschehen hat. Sind die Daten verschlüsselt oder bleiben sie unverschlüsselt, ist bisher nicht festgelegt. So, kommen wir nochmal zu ein paar Einschätzungen, die Bürger zum Thema eCall haben. Das ist die Quelle ist eine Umfrage gewesen, die 2013 gemacht wurde zum Thema der Akzeptanz und der Akzeptanzgrenzen von eCall. Ich gehe relativ schnell darüber hinweg, weil wir schon relativ knapp mit der Zeit sind. Grundsätzlich die Idee, eine eCall-Service einzurichten, wird von den Leuten sehr hoch eingeschätzt. Ja, weil man sagt, okay, Notruf, und man versteht diese Notwendigkeit, dass man Hilfe leisten möchte und dass man auf die Weise Leben rechnen möchte. Nur 4% sagen, schwierig, und bei denen ist das Thema der Privatsphäre natürlich das am ausgeprägtesten. Aber wenn man dann weiterfragt und fragt, wie sieht's denn aus, wenn es nicht nur um eCall geht, sondern auch um die Fahrzeugdaten, dann sagen die meisten Leute, ich will selbst bestimmen, wem sie zugänglich sind. Ja, das sieht man sehr deutlich. Mehr als 2/3 der Leute oder fast 3/4 der Leute sagen, ich bin der Meinung, meine Fahrzeugdaten gehören mir. Bei der Datennutzung gibt es unterschiedliche Einstufungen nach kollektiven und nach individuellen Rechten. Die Idee, dass die Fahrzeugdaten selber einem gehören, die ist erstmal ganz klar, da sind die Leute der Meinung, die sollten den Leuten selbst gehören. Die Frage ist aber auch andererseits, wenn Sie nach der Technik fragen, würden Sie solche Techniken nutzen? Ja? Sollte man die Möglichkeiten den Leuten geben, Fahrzeuge zu vernetzen und diese Daten zu benutzen, dann sieht die Zustimmung schon wieder anders aus. Ja? Dann stellt man fest, okay, da wächst durchaus die Zustimmung in Richtung, ja, man sollte die Fahrzeugdaten nutzen, und die Angst davor, die sinkt dann in dem Falle. Wenn man fragt, welche Daten weitergegeben werden sollen bei den Unfällen, ja, dann stellt man fest, dass natürlich der Rettungsdienst derjenige ist, der die Daten bekommen soll, hauptsächlich. Aber auch Polizei und der Pannendienst sind durchaus akzeptierte Empfänger für die Daten. Also nicht nur die Leitstellen, sondern auch Polizei und Pannendienst würden akzeptiert werden. Wohingegen die Fahrzeughersteller am schlechtesten abschneiden, sagt man, nö, die wollen nur 7% sagen, dass die Fahrzeughersteller Daten bekommen sollen. Wenn man dann nach der automatischen Datenweitergabe zur Fahrzeugnutzung fragt, das ist also praktisch die Nutzung, die passiert, während das Fahrzeug fährt. Also kein E-Call, kein Notruf, sondern das Fahrzeug fährt einfach. Wer soll die Daten bekommen oder soll überhaupt jemand die Daten bekommen? Da sieht man, dass die Ablehnung sehr groß ist. Ja? Bis hin zu 87% bei der Familie und den Freunden. Interessanterweise sollen die am wenigsten darüber informiert sein, wo man langfährt. Aber auch Polizeien und so weiter, all die sollen im Prinzip keine Daten bekommen. Ja? Also man sieht durchaus, dass das Thema E-Call als solches, dann, wenn es einen echten Notruf leistet, akzeptiert wird. Aber alle anderen Nutzungsarten werden eigentlich abgelehnt. Hier ist es dann nochmal in der Gesamtübersicht zu sehen, dann sieht man diese zwei großen Kreise, das ist Rettungsdienst und Polizei im Falle eines Unfalls, die sollen informiert werden. Aber alle anderen Kreise sind entweder relativ klein oder praktisch ablehnend. Es gibt
gibt zum Thema der Fahrzeugdaten, wem die Fahrzeugdaten gehören sollen, eine Empfehlung bisher des Goslarer Verkehrsgerichtstages. Der ist insofern wichtig, weil diese Leute, da treffen sich ja die Juristen Deutschlands einmal im Jahr, im Januar, Februar, also der nächste ist jetzt Anfang Februar 2015, weil diese Empfehlungen für gewöhnlich tatsächlich Einfluss haben darauf, was das Justiz- und das Verkehrsministerium aus den entsprechenden Daten machen. Und letztendlich, ich fasse es jetzt nochmal kurz, was hier drin steht, letztendlich geht es tatsächlich so weit, dass sie sagen, eigentlich gehören die Fahrzeugdaten dem Fahrzeugbesitzer und er muss zustimmen, was mit den Fahrzeugdaten geschieht. Also eine einwandfreie, eine Übermittlung, ohne dass er zugestimmt hat, kann es nicht geben. Die Frage ist natürlich, in welcher Form muss diese Zustimmung kommen? Ja. Und eine Möglichkeit ist, wie das Mercedes momentan macht, die lassen sich beim Kaufvertrag mit des Fahrzeugs unterschreiben, dass sie die Daten nutzen dürfen. Und sie bekommen momentan gar keine Mercedes-Fahrzeuge, wenn sie diese Zustimmung nicht erteilen. Es gibt jetzt einen Präzedenzfall von jemandem, der versucht hat, dagegen zu klagen und letztendlich führte es zu einer Auflösung des Kaufvertrages. Also er hat das Fahrzeug nicht bekommen. Ja. Das wird sich allerdings wahrscheinlich in Zukunft, wenn die Hersteller, dass alle etablieren solche Verfahren, ändern, so dass man dort doch eher in eine Richtung der Zustimmung kommt und die Datenübermittlung von Fahrzeugen auch unterbinden kann. So, letzte Folie. Zusammenfassung: E-Call und Mehrwertdienste sind unterschiedliche Dinge. Wenn Sie also zukünftig von E-Call in den Zeitungen lesen, dann lesen Sie am besten gleich das Wort Mehrwertdienste statt E-Call, weil es geht dann immer letztendlich darum. E-Call auf der einen Seite kann Leben retten. Wir haben eine schnellere Hilfe am Unfallort. Daten immer zur Rettungsleitstelle und wird in jedem Neufahrzeug ab 2015, steht da 2018, kostenlos verfügbar sein. Der Datenschutz in den Leitstellen entspricht dem üblichen Standard. Wir haben allerdings gesehen, es gibt durchaus Lücken bei der Datenübertragung. Auf der anderen Seite, Mehrwertdienste sind immer optional und für gewöhnlich immer kostenpflichtig. Egal, wer es dann bezahlt. Irgendjemand muss für diese Dienste zahlen. Daten werden auch im Betriebszustand abgerufen und der Datenschutz ist eine Vertragssache. Das heißt, Sie schließen einen Vertrag ab und sagen, wer darf meine Daten an der Stelle nutzen. Dateneigentum ist noch nicht abschließend geklärt. So, das war ein kurzer Übersicht über das Thema E-Call und jetzt stehe ich für Fragen zur Verfügung. Herzlichen Dank. Ich kriege offenbar das Mikro nicht an. Aber es gibt eine ganze Reihe Fragen. Vielen Dank für deinen Talk, Frank. Ja, fangen wir hier an. Und dann du. Nein, nein. Wenn Sie es abklemmen, dann funktioniert es nicht. Allerdings gibt es dann bei der nächsten Hauptuntersuchung die Meldung, dass das System nicht funktioniert. Es muss dann wieder instand gesetzt werden. Dann müssten Sie es halt wieder abklemmen. Ich würde mal fragen, es steht einfach immer so im Raum, E-Call, keine Lebensrettung, das wird irgendwas verbessern. Ich will wirklich nochmal an dieser Stelle einsetzen. Das klingt vielleicht ein bisschen netzwerkisch, aber es ist mir auf die Schnelle noch nicht so ganz klar. Wenn ich jetzt irgendwie einen Unfall habe oder was, wo es jetzt so steht, ob ich jetzt an mein Handy die Notruftaste drücke, dann ist das ganz klar, ich löse das aus, ich habe die Kontrolle darüber, ich weiß, also meine Telefonnummer ist in dem Moment an der Stelle bekannt, die können mich auch schnell zurückrufen, wenn irgendwo nachfragen sind, ich habe das ganze Problem nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das wird einfach so in den Raum gestellt und gar nicht mehr so richtig hinterfragt, ob das wirklich der Bringer ist. Oder, also ich frage mich, wie viel Prozent der Unfälle das wirklich betreffen würde oder irgendwie ein Mehrwert dabei. Das ist natürlich immer eine Frage der Prognose in die Zukunft. Ja, es könnte sein, dass zukünftig alle Unfälle so verlaufen, dass man E-Call nicht braucht. Das kann sein. Aber es gibt zwei Punkte an der Stelle, die wichtig sind. Erstens mal, das E-Call-System baut auch eine Verbindung auf, wenn Sie gar nicht mehr in der Lage sind zu sprechen. Also wenn das Fahrzeug einen Unfall hat, das überschlägt sich, der Fahrer ist bewusstlos, meldet das Fahrzeug trotzdem, dass es hier einen Unfall gegeben hat. Und weil in der Leitstelle niemand mit dem Fahrzeuginsassen sprechen kann, führt das automatisch dazu, dass dann dorthin auch ein Fahrzeug geschickt wird. Das ist der Fall, wenn es, was weiß ich, mitten in der Nacht, man hat eine Kollision vielleicht mit einem Tier oder man hat einen Mikroschlaf und rast gegen einen Baum, ist bewusstlos, dann kommt die Hilfe, ohne dass man irgendetwas tun muss und ohne dass irgendjemand ein Handy in die Hand nehmen muss. Und das Zweite ist die Frage der Position.
wenn ein Anruf getätigt wird, dann haben die Leitstellen allerhöchstens bei einem Mobilfunktelefon die Genauigkeit des Funkmastes. Das kann 500 Meter sein, das kann aber auch 10 Kilometer Genauigkeit sein. Mit dem GPS, was übermittelt wird, hat man die exakte Position des Fahrzeugs. Und das kann gerade auf Autobahnen natürlich sehr hilfreich sein, weil die Leute für gewöhnlich nicht wissen, wo sie genau sind. Die sagen, ja, ich bin da an der Auffahrt XY vorbeigefahren, das ist aber vielleicht schon 20 Minuten her und das Fahrzeug fährt an einer völlig falschen Stelle auf und kommt zu spät. Also man kann an diesen zwei Stellen auf jeden Fall Zeiten kürzen. Und zumindest mal die Sache mit dem Unfall bei Nacht ist zumindest für mich plausibel, dass ich sage, okay, da kann man tatsächlich Zeiten kürzen. Da kann man wirklich Leben retten. Die nächste Frage ist hier. Zwei Fragen. Einmal ist E-Call ein Standardprodukt, das unabhängig von den Herstellern entwickelt wird und damit auch unabhängig von diesen Mehrwertnutzen kann. Und zweitens, wie funktioniert der Rückruf auf E-Call, wenn sich auf E-Call nie gewesen ist? Also, die erste Frage ist relativ einfach. Die Systeme sind unabhängig von den Herstellern spezifiziert. Das heißt nicht, dass die Hersteller möglicherweise trotzdem spezielle Firmen, was weiß ich, Bosch oder sowas, beauftragen, die Geräte zu bauen für sie. Aber grundsätzlich sind die Firmen, sind die Techniken unabhängig. Es hat in Europa zwei Forschungsprojekte zu dem Thema gegeben, Hero 1 und Hero 2, in denen 16 Staaten das mal ausprobiert haben. Das heißt, die haben Leitstellen fit gemacht auf E-Call und haben jeweils so 10 bis 15 Fahrzeuge mit beliebigen E-Call-Systemen von beliebigen Herstellern ausgerüstet, um sie interoperabel gegeneinander zu testen. Und es hat dort praktisch nie zu Problemen geführt. Also die Spezifikation scheint zumindest so sauber zu sein, dass die einzelnen Systeme untereinander sich verstehen und dass sie auch herstellerunabhängig sind. Ja? Es wäre auch die Möglichkeit, sogar solche Systeme nachzurüsten, wenn man sagt, man hat ein Fahrzeug, das hat doch keine E-Call, man möchte das aber gerne haben. Da wird es sicherlich auch einen kleinen Nachrüstmarkt geben. Die zweite Frage nochmal bitte. Ach, die GSM-Sache, genau, richtig. Das System bucht sich in dem Moment ein, wo der Fahrzeug oder der Unfall passiert und bleibt dann für 24 Stunden im Netz eingebucht. Oder eine Stunde, mindestens eine Stunde, maximal 24 Stunden. Und in der Zeit kann auch der Rückruf passieren, sonst nicht. Wenn es heißt, dass alle Fahrzeuge das haben sollen, dieses E-Call, dann betrifft das auch Polizei, Rettungswagen, Regierungsfahrzeuge, Geheimdienstfahrzeuge. Also grundsätzlich kann man kein Fahrzeug mehr kaufen ohne E-Call. Ich kann nicht sagen, was die Geheimdienste aus ihren Fahrzeugen machen, wenn sie E-Call möglicherweise ausbauen. Ich nehme aber davon aus, dass es in den Regierungsfahrzeugen drin sein wird und auch in den Polizeifahrzeugen, ja. Mich würde mal der technische Hintergrund interessieren, wie der E-Call ausgelöst wird. Hat das Gerät eigene Sensoren, Beschleunigungssensoren, Gyroskope, was weiß ich auch, oder wird das zum Beispiel über einen CAN-Bus gemacht? Sie hatten vor uns gesagt, wenn der Airbag ausgelöst wird. Es gibt ja aber auch jede Menge andere Sachen, was einen Unfall anzeigt. Und der Airbag darf ja auch unter bestimmten Situationen nicht ausgelöst werden zum Beispiel. Also wenn der zum Beispiel einfach nur am CAN-Bus hängt, kann jeder Controller auf dem Bus das Ding einschalten und im Prinzip kann der Hersteller tun lassen, was er will. Also ich vereinfache das immer ein bisschen, weil es ja sehr plausibel ist zu sagen, es wird ausgelöst, wenn der Airbag ausgelöst wird. Das ist nicht die exakte Spezifikation. Die lautet, es soll dann ausgelöst werden, wenn eine Beschleunigung auftritt, die einen gewissen Wert überschreitet. Und diese Beschleunigung ist nicht zufällig genauso gewählt wie die vom Airbag, damit man im Zweifelsfalle den Airbag-Sensor dafür benutzen kann. Die Fahrzeughersteller sind aber frei, spezielle eigene Sensoren zu verwenden, wenn sie das wollen, auch für GPS und so weiter. Was allerdings sehr, sehr genau spezifiziert ist, ist die Frage der Betriebssicherheit. E-Call muss ja auch noch nach einem Unfall funktionieren. Ja? Das heißt, es darf nicht eine GPS-Antenne oberhalb vom Dach sein. Die könnte abgeschrammt sein in dem Moment, wo das Fahrzeug umkippt. Ja? Das heißt, es muss dort sichergestellt sein, dass diese Sachen, entweder wenn sie an den Seiten verbaut sind, dass sie doppelt abgesichert sind, also Links- und Rechtsleitungen liegen, oder aber im Mittelkanal liegen, sodass die Frage der Beschädigung relativ sich in dem Falle nicht stellt. Ja, ein Fahrzeughersteller kann den CAN-Bus verwenden, wenn er das möchte. Das ist ihm erlaubt. Und ich gehe auch davon aus, dass die meisten das tun werden. Allerdings ist CAN-Bus ja auch nicht CAN-Bus. Ja, wir sprechen hier von dem abgesicherten CAN-Bus, der benutzt wird, an den beispielsweise Klimageräte oder auch CarPlay oder sowas von Apple und so weiter nicht drankommen. Aber es ist natürlich vom Autohersteller, vom Fahrzeughersteller abhängig, wie er das nachher tatsächlich umsetzt. Es muss funktionieren. Ja, es soll ja jederzeit möglich sein, zwischen den Mehrwertdiensten und E-Call in beide Richtungen zu wechseln. Mhm. Ist irgendwie vorgeschrieben, überprüft wird es ja nicht, aber
das dann halt auch letztendlich, also die Mehrwertdienste müssen ja jederzeit, müssen ja andauernd eingebucht sein. Ist es möglich, dass einfach dann beim Wechsel auf eCall das Gerät trotzdem immer noch andauernd eingebucht sein wird? Weil es wird wahrscheinlich es geht so sein. Es geht ja über die gleiche GSM-Schnittstelle. Ja, es wird wahrscheinlich so sein. Wir rechnen damit, dass die Hersteller, die das machen, so ist es zumindest bisher, dass sie zwei SIM-Karten verbauen werden. Eine, die nur für eCall funktioniert. Das kann auch eine ganz billige von irgendeinem Hersteller aus China sein, die nur für die Notrufe benutzt wird. Und eine zweite SIM-Karte, über die Abrechnungen gemacht werden, wo dann der Fahrzeughersteller letztendlich der Vertragsnehmer ist. Ja, so wie man das vielleicht, der eine oder andere von Ihnen vielleicht kennt, diese TomTom-Navigationsgeräte, die mit dem TomTom-Server kommunizieren. Da ist ja auch eine SIM-Karte drin, aber Sie selber sind ja nicht Vertragsnehmer der SIM-Karte, sondern die wird Ihnen einfach mitgeliefert. Und so wird das hier wohl auch sein. Was abgeklemmt wird, ist dann nur der eCall. Alle anderen Dienste, die man da gebucht hat, die funktionieren ja weiter. Und deswegen bleibt das System auch eingebucht. Nur der eCall wird auf den normalen eCall auf die zweite SIM-Karte dann geschoben. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, wir haben aber noch drei Meldungen, eine kurze Nachfrage mit der Bitte um jeweils kurze Antworten. Und es ist also nicht vorgeschrieben, dass irgendwie diese Mehrwertdienste irgendwie abschaltbar sein müssen? Wird eCall dann ähnlich wie die Warnweste im Auto oder Erste-Hilfe-Kasten dann von der Polizei oder von den Beamten kontrolliert, wenn man in eine allgemeine Verkehrskontrolle kommt? Ist das mit eingeplant? Oder? Das können Sie gar nicht. Das würde ja bedeuten, dass man auch den eCall-Knopf drücken muss. Und das gilt als Missbrauch. Vielleicht noch eine kurze Frage zu dem, was Sie am Schluss gesagt haben mit dem Mercedes, wo ich unterschreiben muss, dass ich meine Daten an Mercedes weiterleiten will. Wie ist es, wenn ich jetzt einen Mercedes gebraucht kaufe? Bei alten Mercedes ist das natürlich überhaupt kein Problem, aber bei denen, die das technische System jetzt momentan haben, heißt das tatsächlich, dass über das Kraftfahrzeugbundesamt eine Nachricht an Mercedes gehen muss. Weil im deutschen TKÜ ja auch festgelegt ist, dass der Benutzer der SIM-Karte irgendwo abgelegt sein muss. Das heißt, irgendjemand muss die Information haben, dass eine Telefonnummer von X nach Y wechselt. Also jetzt endlich übernehmen Sie dann auch diese Einverständniserklärung, ja. Ich tue mich jetzt deswegen schwer mit der Antwort, weil ich erfahrungsgemäß weiß, dass man natürlich Privatverträge so und so handhaben kann. Ja? Das heißt, wenn Sie haben natürlich ein Recht auf Datenschutz, aber wenn Sie selber sagen, ich gebe meine Informationen an jemand anderen weiter, das tun Sie ja bei Google und bei Apple und so weiter auch, dann ist das auch Ihr Recht und dürfen Sie das natürlich entscheiden. Ja? Sie dürfen entscheiden, was mit Ihren Daten passiert. Und wenn Sie die Daten nicht an Mercedes geben wollen, dann dürfen Sie keinen Mercedes kaufen. Die Frage wäre jetzt noch, die eCall-Nummer, die kriege ich ja als Käufer gar nicht mit. So ist es ja. Das heißt, wenn ich überprüfen will, was steckt denn da wirklich drin und was wird denn da übertragen, dann muss ich mir eine Basisstation zusammenbasteln, die alle Anrufe absammelt, dann einen Unfall vortäuschen oder die eCall-Knopf drücken und halt abfangen, dass du nicht raustelefonierst. Ich schätze, es reicht, in die nächste Werkstatt zu fahren, weil, wie gesagt, das wird bei der Hauptuntersuchung mit untersucht werden und die werden abgeschirmte Systeme haben. Das heißt, da kann man dann entweder wird es per Stecker, ist noch nicht ganz klar, wie es laufen wird, entweder es läuft per Stecker oder per abgeschirmter Zelle und dann können Sie wirklich aufs Knöpfchen drücken und sehen, was übermittelt wird. Noch eine kurze Frage zu den offensichtlichen Einfallstoren und Sicherheitslücken, von denen Sie auch schon ein paar gezeigt haben. Unfähigkeit oder Absicht? Ich würde eher sagen Unfähigkeit. Also meine Frage würde auch wieder in die Kerbe reinschlagen, wenn mein System beim Test abgeschirmt wird oder irgendetwas, muss es ja danach entweder resettet werden, damit sozusagen mein Fahrzeug nicht eine Stunde beziehungsweise 24 Stunden erreichbar ist oder ähnliche Scherze. Also, und eine andere Frage wäre, ob das noch eine eigene Energieversorgung hat, die zumindest noch eine Stunde sendet. Damit eben im Falle des Unfalls sozusagen auch die langen Wege der Kabel sozusagen beschädigt werden. Also das Erste, ich gehe mal davon aus, dass es dann tatsächlich eine Stunde online wäre, das System, wenn man das getestet hat. Das kann ich Ihnen aber auch noch nicht sagen, weil, wie gesagt, diese Spezifikationen sind noch nicht draußen. Das wird eine Sache sein, die sich in den nächsten 2-3 Jahren ergibt, bis das System tatsächlich online ist. Das Zweite war nochmal... Achso, ja. Die Hersteller sind frei, das zu machen. Es ist gewünscht, dass das System natürlich noch funktioniert. Das müssen Sie sicherstellen. Wenn ein Hersteller sagt, ich habe meine Batterie so fix, so fest verbaut, dass auf jeden Fall sichergestellt ist, dass sie auch noch nach einem Crash funktioniert, dann wird das erlaubt sein. Ansonsten muss er eine Pufferbatterie haben, ja.